Wir haben eins neu und das ist diese Schaltfläche Panoramen. Okay? Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, jetzt ein Haus in ein Panorama zu stellen. Was versuche ich zu sagen? Bisher war es so, Sie haben ein Haus und haben ein Hintergrundbild. Wenn Sie dieses Haus dann gedreht haben, dann blieb das Haus gleich. Achtung, hier vorne ist die Rotation. Das war auch ein Kundenwunsch, dass die von der erstmal langsamer läuft, ne? Dass sie von der Geschwindigkeit regelbar ist. So. Und wenn Sie ein Panorama haben, ja, dann dreht sich der Hintergrund mit. Okay? Kann ich das kombinieren mit dem Geländetemplate? Ja. So. Diese Panoramen haben wir im Standard integriert. Okay? Das heißt, es gibt bei der Umgebung einen Ordner, der heißt Panoramen. Und Sie finden dort verschiedene Panoramen drin. Zum einen haben wir in Deutschland mal einen Fotografen losgeschickt und haben gesagt, mach mal bitte, ich sage gleich was dazu. Und zum anderen haben wir halt auch von unseren Partnern aus Kanada und den USA entsprechende Bildmaterialien gekauft. Die Frage ist, was ist an einem Panorama das Besondere? Was ist das, was Sie tun müssen, wenn Sie eigene Panoramen einbinden wollen? Die meisten von Ihnen, die mit Smartphones unterwegs sind, wissen, zumindest die neueren und großen Geräte, da gibt es meistens schon Apps, wo man Panoramen machen kann. Ich habe das noch nie probiert, okay, ich habe da keine Ahnung davon. Fakt ist eins, ein Panorama ist nicht ein Foto, sondern das sind Fotos, die einmal so gemacht worden sind, okay. So, da gibt es Tools, mit denen du dann diese unterschiedlichen Bilder zusammensetzen kannst. Sie können Panoramen genauso wie normale Hintergrundbilder hier unten einfach über hinzufügen, weil das Ergebnis des Panoramas ist ein ganz normales Bild, BMP, JPEG und so weiter und so fort. Die Software, mit der du das Zeug dann erstellen kannst oder die App, mit der du das machst, verzerrt das Bild halt, dass es im Nachhinein funktioniert. Wenn Sie jetzt allerdings ein normales Bild als Panorama einfügen können, ist ja die Frage, woher erkennt das Programm den Unterschied? Zwischen das ist ein normales Bild und das ist ein Panorama. Achtung, es gibt zwei Arten von Panoramen, die zeige ich Ihnen ganz kurz. Wenn ich jetzt hier gerade runter gucke, ja, dann sehe ich unter mir Rasen. Okay? Wenn ich gerade ins Hoch gucke, sehe ich oben Himmel. Okay? Das ist ein sogenanntes Kugelpanorama. Das ist die eine Art Panorama. Die häufigere und wahrscheinlich auch die, mit der Sie eher operieren werden, ist ein sogenanntes Zylinderpanorama. Zylinderpanorama ist, wenn Sie sich drehen, im Prinzip faktisch das Gleiche. Nur wenn Sie runtergucken, merken Sie, gut, das machen Sie wahrscheinlich relativ selten, merken Sie, da ist nichts und wenn Sie hochgucken, merken Sie, irgendwann hört auch der Himmel auf. Okay? Das heißt, das eine ist Kugel, das andere ist Zylinder. Achtung, Zylinder geht wesentlich einfacher zu machen. Das ist auch das, was du mit der App entsprechend mit dem Telefon machen kannst. Ja, jetzt kommen wir wieder zum Thema künstliche Intelligenz. Woher weiß das das Programm? Ich verrate es Ihnen. Ich lese Ihnen kurz den Namen vor. Das Panorama heißt Panorama 01, dann kommt ein Punkt und dann steht da auf Englisch geschrieben Zylinder. In dem Fall noch 35. Und bei dem anderen Panorama, was wir gewählt hatten, steht da Panorama 03, Punkt, und dann steht da Sphäre. Okay? Das heißt also, wenn Sie eigene Panoramabilder einbinden wollen, schreiben Sie es bitte auf, ganz normales Bild. Wenn es ein Kugelpanorama ist, muss vor die Endung Punkt Sphäre. Wenn es ein Zylinderpanorama ist, muss vor die Endung Punkt Zylinder. Jetzt könnte die Frage kommen, dass Sie sagen, ja, und woher weiß ich, was was ist? Schreiben Sie einmal Sphäre hin, schreiben Sie einmal Zylinder hin und gucken Sie es an. Nehmen Sie das, was besser aussieht. Meistens wird es Zylinder sein. Jetzt könnte noch die Frage kommen, Moment, warum steht denn bei dem Zylinder 35? Das hat etwas zu tun danach, mit was für einem Weitwinkel, ne? Also mit was für einem Winkel das Ganze fotografiert wird. Wenn Sie nichts hinschreiben, ne, sieht das entweder gut aus oder nicht. Und die Zahlen, die Sie dahinter schreiben können, dann ist es immer 45 Grad. Ja? Die Zahlen, die Sie dahinter schreiben können, sinnvollerweise liegen zwischen 30 Grad und 90 Grad. Und das, was sich ändert, ist die Bildhöhe, in der das aufgespannt wird. Weil Sie werden feststellen, sehen die Bäume natürlich aus oder ist es verzerrt, als Beispiel. Okay?
So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt bei den Panoramen noch dazu. Diese Panoramen, und ich bin mal jetzt auf Essen gegangen, diese Panoramen außenrum, die werden auch verwendet in der Innenberechnung. Okay? Jetzt wird es natürlich nochmal spannend. Ich bin wieder im Internet, ich bin beim iPad, ne? Ich bin mit einem Kunden, der durchs Haus gehen kann. Das heißt, wenn du das richtig machst, bedeutet das eins. Du machst ein Panoramafoto oder lässt ein Panoramafoto machen. Meine optimale Vorstellung ist, wenn ihr Vermesser habt, weil die Vermessung bei euch mit drin ist, das sind die Leute, die eh vor Ort sind, optimalerweise. Die machen ein Panoramafoto vom Grundstück. Und dann setzt du das Haus in dieses Panoramafoto rein. Das würde bedeuten, wenn die Kunden dann durchs Haus durchlaufen oder sich die Innenpanoramen angucken und zum Küchenfenster rausgucken, sehen die die gegenüberliegende Straße, die wirklich beim Baugrundstück gegenüberliegt. Und wenn sie zur Terrasse rausschauen, sehen sie ihren Garten oder die dort befindliche, was weiß ich, Häuser und so weiter und so fort. Wir haben das dann mal mit ein paar Bauherren oder ein paar Baufirmen getestet. Die Reaktionen waren Hammer. Okay? Jetzt die einzige Frage. Okay, wir brauchen jemanden, der Panorama fotografiert, kriegen wir vielleicht hin. Einbinden können wir die auch. Auch. Wie funktioniert das Ganze, dass ich dann zum Wohnzimmer das Richtige sehe und zur Küche das Richtige sehe? Der Witz ist eins, es ist ein einziger Wert. Und zwar ist das die Einordnung des Hauses, die Sie, wie Sie wissen, unter Plan ja so und so angeben können. Ne? Norden ist sonst bei uns immer oben. Und das, was Sie machen, ist einfach nur, Sie geben ein, bei wie viel Grad liegt bei diesem Haus oder bei diesem Plan Norden. So, und jetzt ist die Frage, wie muss ein Fotograf ein Panorama fotografieren, damit das dann auch funktioniert? Der muss im Norden anfangen. Okay? Und durch diesen Einwert, bitte Achtung, ihr habt alle im Hinterkopf, mit dieser Einordnung bestimmt ja auch alles, was hinten zur NF rausgeht. Ne? Achtung, in den Kalkulationen seit Version 16 schon gibt es Gewerke drinnen mit NF-Werten, wo ermittelt wird Wandfläche, Fassadenfläche, Öffnungsabzugsfläche und so weiter und so fort. Das ist alles der gleiche Wert. Okay? Eine einzige Zahl, bei wie viel Grad liegt Nord für diesen Plan. Okay?